Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Technik-Tutorial. Wir gucken uns heute das Schulterdrücken mit der Langhantel an. Die beanspruchten Muskelpartien sind primär die Schulter, primär die vordere Schulter, der Trizeps und die obere Brust. Stabilisierend wirkt der Core noch mit und unterstützt die Bewegung während der gesamten Ausführung. Wenn wir uns jetzt die Ausführung mal genau anschauen wollen, dann haben wir hier den Simon, der das einmal komplett vorzeigen kann. Wir starten die Bewegung quasi mit der Ablageposition circa auf Schulter, auf Brusthöhe. Und in dieser Position wählen wir einen Griff, der circa etwas breiter als schulterbreit ist und dafür sorgt, dass die Unterarme senkrecht zum Boden sind während der gesamten Bewegung. Jetzt aus dieser Position drückt sich Simon aus den Beinen nach oben, macht ein bis maximal zwei Schritte zurück und startet in der Position direkt mit der Stange unter dem Kinn. Von der Position sind die Ellbogen innen und die Ellbogen werden quasi von innen nach außen geführt in der Aufwärtsbewegung. Was direkt passiert ist, dass Simon direkt bei der Aufwärtsbewegung den Kopf leicht nach hinten nehmen muss und dann quasi die Stange über den Kopf hinausschieben muss. Der Kopf wird leicht durchgeschoben und die Bewegung bzw. der Stangenpfad ähnelt einem Gehstock, der quasi gerade nach oben geht und dann einen leichten Schwung nach hinten macht. Der Core ist während der gesamten Bewegung fest, das heißt hier ist alles stabil, Hüfte ist neutral, indem der Po auch angespannt ist. Und dies sind die wichtigsten Dinge, auf die ihr achten müsst, wenn es beim Schulterdrücken darauf ankommt, maximalen Progress zu erzielen. Denkt immer daran, Unterarme senkrecht zum Boden und quasi mit maximaler Spannung auf circa Kinnhöhe runtergehen und immer aktiv nach oben rausdrücken. Bei der positiven Bewegung leicht ausatmen, aber nicht die Spannung im Core verlieren und immer in maximaler Spannung drin bleiben. Das war's mit dem Schulterdrücken mit der Langhantel. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und kannst jetzt dein Schulterdrücken maximal progressiv gestalten. Wir sehen uns bald in einem anderen Technik-Tutorial wieder oder in einem anderen Video. Mach's gut, bis dahin, ciao.